Spooky Norway. So, weiter geht's in den gruseligen Abenteuern. The Darkness Detective. Die monströsen Abenteuern. Der zwei Dauern weg. Na dann. Gebiss zum Morgengrauen. Das ist unser nächster Fall, den wir haben. Ah, hier, Episode 9. Geschichten von der Darkseid. So, hinzufügt. Das war letztes Stream, könnte ich noch dran erinnern, das war ausgegraubt. Das kann man nicht spielen. Wahrscheinlich weiß noch nicht, wo dies war. Das können wir jetzt spielen. Geschichten von der Darkseid. Aber wir spielen heute erstmal Fall 8 Nummer 2. Kapitel 2. Bis zum Morgen kommen. Zusammenfassung. Dooley ist zurück und wir machen uns auf den Weg zu seiner Oma im Schiff die Echos. Okay. Und was bei Dooleys Oma so passieren wird, werden wir hier wohl in diesem Abenteuer sehr bald sehen. Wir beginnen die Untersuchung. Gebiss zum Morgengrauen. Was für ein Tag. Ja, für wen auch immer diese Willkommen zurückfeier auf dem Revier war, derjenige muss sich ganz schön ärgern, dass man ihn aus dem Ruhestand zurückgeholt hat. Dooley, die Feier war für dich. Für mich? Warum sind wir dann nicht tot geblieben? Weil du deine Oma besuchen wolltest. Ach, ich bin so ein Langweiler. Na egal, gehen wir Oma besuchen. Ja. Das siebtbeste Altersheim in Trindex. Ja. Altersheim Shift the Echoes. Bitte vom Gras fernhalten und von anderen Drogen. Okay. Tut mir leid, dass Sie die Abteilung nicht wieder geöffnet haben, Detective. Schon in Ordnung, normale Verbrechen aufzuklären ist auch wichtig. Zumindest haben Sie das Pumpomoto operieren lassen. Es sieht besser aus als vorher. Besser als je zuvor, geradezu wie neu. Oder noch neuer. Ich musste mich bei den Mechanikern ganz schön ins Zeug legen. Jetzt ist es das beste Auto bei der ganzen Polizei. Beachte ihn gar nicht, Moto. Es tut dir nicht gut. Irgendwann wird er es einsehen. Der Streifenwagen. Ja. Was hast du ihr mitgebracht? Ein Geschenk. Ja, das sehe ich. Aber was für ein Geschenk? Ein Geheimnis. Okay, dann gehen wir mal hinein. Hier herrscht eine unheimliche Stille. Das dachte ich mir, dass das hier nicht so super einfach laufen wird. Alte Menschen sind fürs ganze Leben, nicht nur für Weihnachten. Wie war? Das Telefon scheint auf Senioren gemünzt zu sein. Aha! Diese Witze. Zeitschriften. Ein Stapel Zeitschriften, um die Bewohner über das lokale Geschehen zu informieren. Die Knochenzeitung für aktuelle Todesanzeigen. Das alte Blatt für veraltete Meldungen über Prominente und Feinde, über einen Widersacher auf dem Laufenden zu bleiben. Über seine Widersacher auf dem Laufenden zu bleiben. Oh, es gibt auch Coupons für Geschäfte in der Gegend. Ein Laden verkauft gebrauchte Kartoffeln. Ein anderer bietet eine Bücherreinigung zum halben Preis an. Und ein dritter wirkt mit Spuk drei Geister zur Angst vor einem. Ich liebe diese Stadt. Es sind viele interessante Coupons dabei. Ich sollte daran denken, sie später mitzunehmen, bevor ich gehe. Ja. Schön zu sehen, dass die Gesundheits-
und Sicherheitsrichtlinien befolgt werden. Endfeuerwischer. Ostflügel, Westflügel. Nein, lass uns erstmal nach Osten gehen. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite, Dudi. Ah, ich verwechsel immer links und rechts. Okay, dann dein Westflügel. Krankenstation, abgeschlossener Raum, Personalraum. Sieht aus wie ein Abstellkammer. Ich glaube nicht, dass sie für uns von Interesse ist. So ein altes Schloss würde ich gerne mal besuchen. Ich auch. Wir sollten einen Urlaub buchen. Hast du inzwischen nicht gewisse Vorbehalte im Urlaub? Was? Warum sollte ich? Das ist die richtige Einstellung. Es ist immer schön, ein bisschen grün zu sehen. Ja. Eines davon ist ihr Zimmer, Detective. Ja. Okay, dann wollen wir mal. Warum ist es hier so menschenverlassen? Warum ist es hier so leer? Und begrüßen uns gerne. Warum läuft ihr gerne auf den Gang rum? Wir sind da. Thomas Zimmer und geschlossener Raum. Wir sollten lieber niemanden stören, wenn es sich vermeiden lässt. Raus zum Hof. Wo willst du hin, Detective? Wir sind da. Okay, dann rein hier. Oma, ich bin's, Patrick. Ich habe den Detective Francis mitgebracht. Tut mir leid, Jungs, draußen ist gerade die Hölle los. Okay. Ich mache die Tür erst auf, wenn sich alle wieder beruhigt haben. Oma Dudi, ich bin's Francis. Was meinen Sie mit draußen ist der Hölle los? Oh, alles Mögliche. Leute, die von der Decke hängen, laute Partys, Autodiebe, was man sich nur vorstellen kann. Ich habe eher den Eindruck, dass es ziemlich ruhig. Okay, das ist nur ein brennender Rollstuhl. Kein Grund zur Panik. Passiert öfters. Nur ein brennender Rollstuhl. Oh. Sollen wir? Ja, das sollten wir wohl. Okay, Oma, wir kümmern uns darum. Wir werden alle Senioren dringend dingfest machen, die sich daneben benehmen. Judy, wir machen dir niemanden dingfest. Du vielleicht nicht. Und wir werden uns ein bisschen umsehen und diesen Rollstuhl löschen und sehen, was hier sonst noch vor sich geht. Aha, da ist endlich mal jemand. Oh, jemand hat den Rollstuhl schon gelöscht. Okay, vielleicht laufen die Dinge hier tatsächlich nicht normal. Rezeptionistin, endlich ist da jemand. Ist es schon sicher herauszukommen? Woher kommt dieser brennende Rollstuhl? Ich glaube, ein paar Bewohner haben versucht, Spieler auf das Dach zu bringen. Nicht hat es etwas mit damit zu tun. Um ehrlich zu sein, als es losging, habe ich mich hier auf den Boden gelegt und auf Hilfe gewartet. Oder auf den Tod, je nachdem, was zuerst kommt. Ich glaube schon, vielleicht. Das ging nicht gerade beruhigend. Wir sind von der Polizei, ist das beruhigender? Ja. Moment mal, sind Sie echte Polizisten oder gehören Sie zur Komikerabteilung von Patrick Dudi? Wir sind eine ganz normale Abteilung. Das sieht er aber an. Hey, befrag Sie doch lieber mal zu diesem brennenden Rollstuhl. das hatten wir schon. Was ist hier los? Die Bewohner sind heute voller Energie. Es ist ziemlich schwierig, sie alle aufzuspüren und zu beruhigen. Können Sie sie nicht ausfindig machen? Die haben hier Narrenfreiheit. Es ist schließlich kein Gefangenenlager, Patrick. Wir haben keine Überwachungsmonitore für die Bewohner, nicht mehr. Ich verstecke mich hier, falls sie mich brauchen. Okay, vielleicht mal am Ostflügel nachgucken. Der Aufenthaltsraum. Aha. Hey, warum ist es hier so laut? Oh, das fetzt, oder? Ich kann meine eigenen Songs gar nicht oft genug hören. Ich sagte laut, nicht gut. Gefallen dir die Songs? Mir auch, Mann. Mir auch.
Was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Also wie er hier tanzt, das ist echt. Ja. Der gute Roboter tanzt. Ja, das ist christliche Dancefloor-Musik. Du hast ein gutes Ohr, genau wie der mir die Songs schreibt. Gott. Ich habe von christlicher Rockmusik gehört, aber nicht von christlicher Dancefloor. Naja, Gott ist bekanntlich ein DJ. Kannst du die Musik ein bisschen leiser drehen? Natürlich nicht. Diese unerwartete Party ist für mich die perfekte Gelegenheit, um ein paar Songs von meinem neuen Album Impastor zu spielen. Aha. Wir müssen ganz schnell weg, Rudi. Mich hält hier nichts mehr. Ich kann es kaum erwarten, alt genug zu sein, um den ganzen Tag zu raven. Ja. Mir egal, was das für eine Mucke ist. Ich bin taub. Ich brauche nur die Vibes in meinen Füßen. Das kehrt mein Innerstes nach außen. Du verstehst, was ich meine. Ich fürchte ja. Setzt meinen Darm in Bewegung. Ja, das dachte ich mir schon. Damit ich ordentlich kann. Es reicht. Waver. Kronleuchter Oma. Okay, was ist los? Ich wollte schon immer mal swingen. Also, als mein Mann noch lebte. Diese Schmerzen. Was geht ab, Bo? Pastor, wir haben uns nicht mehr gesehen, seit du von diesem Turm geflogen bist. Oh ja, das ist der Pastor aus dem ersten. Hier ist auch die Wasserpistole. Aus dem ersten Teil ist das. Ein alter Bekannter, ein Wiedersehen. Bro, du wirst es nicht glauben. Ich habe vergessen, Luftbremsen an Hängeleiter anzubringen. Also bin ich weit über mein Haus hinweg geflogen. Am Ende bin ich an der Küste gelandet. Es muss der Wille des großen G gewesen sein. Also habe ich dort ein bisschen missioniert. Missioniert? Hier in Amerika? Es war der Wille des Herrn. Vielleicht zumindest war die Arbeit einfach und hatte mir das Geld für meine Fahrkarte nach Hause eingebracht. Gelobet sei der Herr. Wie bist du in diesen Altersheim gelandet? Ich bin vor dem Altersheim gelandet, auf dem Landeplatz für Hängeleiter. Ich habe gesehen, dass hier eine Party steigt. Also bin ich vorbeigekommen und habe meine Hände in den Himmel gestreckt. Im Himmel wohnt nämlich Jesus. Ah ja. Was ist hier los? Wow, hier läuft alles aus dem Ruder. Die Leute haben weder Manieren noch Verantwortungsbewusstsein. Aber sie waren alle zu alt, um das Grammophon zum Laufen zu bringen. Also habe ich meine Hilfe angeboten und darauf ein Halleluja. Denn ich hatte noch nie ein Publikum, das so auf meine christliche Tanzmusik abgefahren ist. Das glaube ich. Senioren stehen drauf. Kannst du bitte die Musik abstellen? Josef, du siehst doch, wie die Leute auf meine christlichen Songs abgehen. Solange es keinen Notfall gibt, kann ich nicht einfach aufhören. Alle verhalten sich so merkwürdig. Überall brennen Feuer. Die Bewohner bringen sich gegenseitig in Gefahr. Ist das etwa kein Notfall? Das ist vielleicht ein polizeilicher Notfall. Aber ich rede von einem spirituellen Notfall. Glaubenskrise, Besessenheit oder dergleichen. Na gut, wir können sicher eine Krise Besessenheit, das ist es. Juni, wir können eine Glaubenskrise buchstäblich herbeirufen, per Telefon. Vorgetäuschte Besessenheit. Wir können dafür sorgen, dass er spätestens in 5 Minuten hier ist. Vorgetäuschte Besessenheit. Stell dir vor, wie viel Zeit das kostet, in der du deine Oma nicht sehen kannst. Oma liebt vorgetäuschte Besessenheit. Na schön. Juhu. Okay, wir brauchen einen Exorzisten. Alles klar.
Also erstmal braucht man einen Dämon und dann braucht man einen Exorzisten. Er kann den Exorzismus ausführen. Auf Wiedersehen. Oh man, man sieht sich, Bro. Okay, wo finden wir jetzt einen Dämon? Für uns, für Dulis Oma, die dann den Priester austreiben kann. Die Disco-Beleuchtung, sie scheint festgeschraubt zu sein. Das ist Bazooka. Du hast immer noch deinen Super Soak. Du hast immer noch deinen Super Soak dabei. Oder Bosef, nach allem, was ich das letzte Jahr gesehen habe, reise ich nicht mehr ohne ihn. Wirst du dich jemals davon trennen? Um dann all diesen fast toten Leuten hier ausgeliefert zu sein? Was soll ich tun, wenn sie alle, wie soll ich als ausdrücken, die Kirche von Z beitreten und der geistigen Umnachtung einherfallen? Nein, von meiner Gotteskanone würde ich mich nur trennen, wenn ich einen ebenso göttlichen Ersatz halte. Okay, wir müssen auch noch eine heilige Handgranate finden. Warum sind diese Lautsprecher so groß? Das scheint mir etwas übertrieben für so ein kleines Zimmer. Warum sei nicht so behindertenfeindlich? Manche Leute hören eben nicht mehr so gut. Das ist ein beeindruckendes Pult. So eins hätte meine Underground-Szene auch gern. Falls du jemals Lust hast, illegal Underground-mäßig aufzulegen, sag mir einfach Bescheid. Ich bin dabei. Das einzige Gesetzbuch, an das ich mich unbedingt halten muss, ist die Bibel. Ah ja. Das DJ-Pult ist der Weg. Kannst du es ein bisschen zur Seite schieben, Pastor? Auf keinen Fall. Mi amigo. Ich bin mitten in einem Set. Ich kann nicht einfach mittendrin aufhören. Okay. Wir haben ein Esszimmer. Eindringlinge, lasse mir nicht den Spaß verderben. Es wäre ja noch schöner. Genau. So zählt sie beide zu entwaffnen. Auf gar keinen Fall. Auf ihn. Oh nein, wir haben Wasser bespritzt. Ah, na gut, ich lasse die Ballons da. Gut, ich werde nämlich nicht aufhören, bevor ich klitschnass bin. Ah ja, Ballonwerfen, alte Frau. Ballonwerfen, alter Mann. Was ist hier los? Eine Wasserbombenschlacht. Sehen Sie doch. Stehen Sie da oben sicher? Der rutschige Stuhl und meine Höhenangst sagen nein. Aber mein Herz sagt, warum nicht? Legen Sie diesen Ballon weg. Das hätten Sie wohl gern. Sehen Sie mich nicht? Zwingen Sie mich nicht, Sie mit Gewalt zu entwaffen. Detective, du kannst dem Mann doch nicht mit Gewalt sein Spielzeug wegnehmen. Na, können wir es nicht? Ein Deckenventilator in seinem natürlichen Lebensraum der Decke. Ein Menü. Heute steht nichts als Anarchie auf der Speisekarte. Und ich bestelle einen Nachschlag. Zumindest waren die geistesgegenwärtig genug, den vor ihrer Wasserbombenschlacht zur Seite zu schieben. Da irren sie sich. Ich habe ihn vorhin als Skateboard benutzt und an die Wand gefahren. Ah ja, sehr aktive Senioren hier im Altersheim. Sehr aktiv. Damit das Fenster ist kaputt. Draußen ist es eindeutig dunkel. Traurige Gänseblümchen sind meine Lieblingsblumen. Okay, jetzt zur Küche. Insektenfalle. Diese Dinger töten mehr harmlose Insekten als schädliche. Sie sind auf allen Zeltplätzen der Blutwölfe verboten. Außerdem können wir sie uns gar nicht leisten. Er ist mit einem Zeltschloss versehen. Wie gemein, ältere Menschen brauchen die Freiheit zu essen, wenn immer sie wollen, genau wie ich.
Hier werden Antennen aus rostfreiem Stahl verwendet. Und Zelten verwenden wir die auch, hauptsächlich weil sie Essensschlachten halt überstehen. Aber auch weil man sie nicht in Brand stecken kann. Verschiedenes Kochgeschirr. Kochgeschirr? Das ist also das Geschirr, von dem der Koch ist? Nein, Julie. Darin wird das Essen zubereitet. Warum heißt es dann Kochgeschirr? Ich bin hier nicht der Bösewicht, Detektiv. Töpfe und Pfannen haben wir im Inventar. Ah ja. Kisten. Mulch. Ein einfach Flüssigkeit hinzufügen. Es muss nicht ein von einmal Wasser sein. Ein Ablenkungsglas. Wenn jemand ungebeten in die Küche betritt, muss man nur bitten, es zu öffnen. Er wird es garantiert nicht schaffen. Kelly, ich hab auch eine Flasche bei mir. Ich hab eine Wasserflasche bei mir, die einfach nicht aufgeht. Ich glaube, das ist ein Produktionsfehler. Das ist da. Das ist die Ablenkungsflasche. Kann man einfach mal versuchen, aufzukriegen. Das ist. Habe ich schon endlich mal versucht, diese Flasche aufzukriegen. Es ist einfach. Es ist unöffnbar. Das Ablenkungsglas. Genau das. Eine Dose mit Pflaumen und eine mit Pflaumensaft. Man hat immer gesagt, mit einer Schere in der Hand sollte man nicht ran. Umso besser, dass wir keine Rennanimation haben. Gegenstand halten, Schere. Jetzt müssen wir damit mal rennen. Ein besonders leistungsfähiger Mixer. Es gibt nichts, was er nicht in Suppe verwandeln könnte. Oha. Schrank. Sind nur die Rohrleitungen für das Waschbecken. Detective, starr sie nicht so an. Die Messer können wir nicht mitnehmen. Ein Herz. Diese Küche ist viel besser ausgestattet als die der Blutwürfe. Ich kann es kaum erwarten, dass die Kinder in Ruhestand gehen und wir hier unser neues Hauptquartier einrichten können. Kinder in den Ruhestand gehen, Ludi. Merkst du was? Urban, dass wir auch gerade hier ankommen müssen, wenn der Koch Feierabend gemacht hat. Eine Einkaufsliste für Milch, Knoblauch und noch mehr Knoblauch. Er ist leer. Ich schätze, der Hausmeister hat schon seine tägliche Runde gedreht. Der Dunstabzug. Ich gebe diesem Dunstabzug 4 von 5 Punkten. Für den fehlenden Dunst gibt es einen Punkt Abzug. Ah ja. Hier ist nach draußen. Und die Kiste. Auf diesen Etiketten steht das Ablaufdatum von Medikamenten. Das Datum ist heute. Selbst sollten sie wohl in Müll. Yay, abgelaufene Medikamente. Wird höchste Eiszeit, dass wir die mal haben. Ach, nur die Etiketten. Schade. Eine dritte Mülltonne. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Abgeschlossen. Das scheint irgendwelche Abfälle aus dem Heim zu sein. Zum Parkplatz. Ein Leiter. Oha. Tobi. Passen Sie doch auf. Sie sind im Weg. Was für ein Weg? Was ist hier oben los? Wir liefern uns ein Duell. Sehen Sie das nicht? Vielleicht sollten Sie mal zum Augenarzt. Hey, das ist Diskriminierung von Brillenträgern. Und was willst du dagegen machen, du Streber? Dir mit dem Besen eine vorlaute Schnauze polieren. Das will ich sehen. Moment mal, warum wollten sie denn unbedingt ein Duell? Und warum ausgerechnet auf dem Dach? Weil er ein Schurke ist. Von wegen, du bist hier, der tut nicht gut. Oh je, es ist eskaliert. Die holde Maid. Aha. Was ist hier denn los? Oh, jemand hat mir einen Brief mit Blumen geschickt. Leider habe ich versehentlich Tee darüber verschüttet
und konnte den Namen nicht vollständig entziffern. Nur die Buchstaben Top. Tobi. T-O-B-I. Tobi. Mit einem I. Es war Tobi mit einem Y. Wer schreibt Tobi mit einem I? Ich, weil man meinen Namen ebenso schreibt. Was für ein dämlicher Name. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Sache ist ziemlich ausgeufert. Warum gehen sie nicht einfach? Macht die Nervenkitze und zwei Männer um mich kämpfen. Ich wünschte nur, ich hätte irgendeine Art Vergütung. Betroffenes Schweigen. Warum sagt niemand etwas? Ich meine Schutzausrüstung. Aha. Vielleicht kann ich einen davon gebrauchen. Du willst damit aber nicht sagen, dass wir die ganze Unordnung beseitigen, oder? Oder? Besen halten. Und Gart. Ich habe vergessen, wie das funktioniert. Die Blumen waren von mir, nicht von ihm. Ich habe sie selbst im Garten gezüchtet. Hört bitte damit auf. Ich bin genau in der Mitte. Und das Ganze sieht ziemlich gefährlich aus und töricht. Ich habe diesen Brief geschrieben. Ich schwöre es. Hör nicht auf Tobi. Er ist ein innerer Lügner. Er kann nicht einmal den Namen Tobi buchstabieren, ohne zu lügen. Ich sitze auf den rechten Mann. Er hat diesen wilden Blick. Okay, Blitzableiter. Man sagt, der Blitz schlägt nie zweimal am gleichen Ort ein. Das sollte man mal diesem Gebäude erzählen. Das arme Ding kriegt nämlich bei jedem Gewitter mindestens einen Blitzschlag ab. Man kann spüren, wie es sich bei Gewittern vor Angst schüttelt. Ah ja. Ach du Scheiße. Tim ist brauchen das Polizeiauto. Hey, das Auto. Mein Sandwich ist noch da. Ich meine das Auto. Hören Sie sofort damit auf. Sie machen sich strafbar. Wie wollen Sie mich daran hindern? Sie haben ja nicht mein Fahrzeug. Wir sollten jemanden anrufen. Verdammt, wir sind diejenigen, die man in solchen Fällen anruft, oder? Okay. Anfeuerer. Fahr den heißen Reifen. Ich glaube, die Reifen sind schon heiß genug. Ja, ein echter Höhenritz. Na, sehr toll. Der macht das neue Auto kaputt. Station. Sie haben mich ganz schön erschreckt. Ich dachte, sie wären ein Bewohner, der irgendwas will. Was ist mit dem Bewohner draußen? Keine Ahnung, sie scheinen heute gut in Form zu sein. Vielleicht haben sie Blut geleckt. Und mit Blut meine ich Medikamente. Wie ich das an meinen Medikamenten irgendwas zu beanspruchen wäre. Sie sind also Krankenschwestern. Ja, man sollte im Leben seiner Leidenschaft folgen. Meine Leidenschaft sind Coupons. Wussten Sie, dass mit den richtigen Coupons Vorlesungen auf der TU übersprungen werden können? Ich musste nur einmal erscheinen und einen Haufen Coupons abgeben. Jetzt arbeite ich hier. Das klingt nicht sicher. Ich habe alle Qualifikationen. Das ist kein Zeug, das sind Schnäppchen. Ich rette dieses Heim jedes Jahr mehrere Dollar. Und jeder gerettete Dollar muss einen Eid schwören, dass das Leben seines Besitzers zu beschützen. Sonst bringt er Schande über seine Familie. Was? Tut mir leid, ich sehe mir in letzter Zeit viel von Kurosawa an. Worauf ich hinaus wollte, ich kann ein Schnäppchen einfach nicht widerstehen. Okay, wir müssen ihr ein Schnäppchen bringen, die wir dann nicht widerstehen kann.
So eins habe ich lange nicht mehr gesehen. Könnte Sie vielleicht um einen Gefallen bitten? Die Batterien sind bald leer. Und das verdammte Ding läuft so langsam, dass einem mit Zuhören Angst und Bange wird. Würden Sie es bitte mitnehmen und aufladen? Was denn? Braucht es neue Batterien oder muss es aufgeladen werden? Keine Ahnung, ich lasse das immer von den Polizisten erledigen, die ermitteln. Sind die oft Polizisten unterwegs? Oh, andauernd. Alte Menschen haben es faustdick hinter den Ohren. Und je älter sie werden, desto weniger schreckt sie das Wort lebenslänglich ab. Okay. Fürchte dich nicht vor der lauschenden Schlange. Lass sie deine intimsten Geheimnisse hören. In der albernen Informationskampagne. Ich lasse keine lauschende Schlange in meiner Nähe. Manche der Zeilen sind rot, andere nicht. Erkenne den Unterschied. Buttig mit Haftcreme. Ein riesiger Behälter voll Haftcreme für die Besser. Vielleicht könnte diese Haftcreme dafür sorgen, dass unser Auto an Ort und Stelle bleibt. Kann ich etwas davon mitnehmen? Was? Nein. Womit soll ich denn sonst die Zähne und manchmal auf die Bewohner kleben? Sie brauchen doch sicher nicht alles davon. Und Sie haben ja keine Ahnung, wie viele Zähne ich in und auf die Bewohner kleben muss. Warum kleben Sie Zähne auf die Bewohner? Aus medizinischen Gründen. Sie haben kein abgebrochenes Medizinstudium. Also würden Sie das nicht verstehen. Was machen Sie da? Gar nichts. Wenn ich diese Haftcreme will, muss ich die Körperfester loswerden. Nicht diese Art loswerden, Ludi. Früher haben wir nicht solche Flausen im Kopf. Ich habe vergessen, wie das funktioniert. Okay. Verschlossen. Ist da draußen endlich wieder Ruhe eingekehrt? Nein, aber wir arbeiten dran. Dann mache ich die Tür nicht auf. Abgeschlossen. Die kommt ja auch nicht rein. Ich bitte, bin nämlich schlau. Das bist du, Oma. Es gibt keinen Grund, jemanden zu stören. Zu den Gärten. Ein Pavillon, wie hübsch. Der wird für Partys und ähnliches genutzt. Senioren wissen, wie man feiert. Ein Schuppen. Ein Holzsäger, ein Segen, wenn man Holz sägen will. Das wollte ich auch gerade sägen. Es gibt kaum einen Fall, bei dem es nicht nützlich wäre, einen Hammer zu haben. Ein Hammer. Dieser ganze Rost erinnert mich an den Rasenmäher aus meiner Kindheit. Er war verrostet, weil ich ihn in einem See geschoben habe. Ich habe Rasenmäher gehasst. Ich hasse es immer noch. Lieber eine Gießkanne als eine Gießkanne nix. Was? Ich mag eine positive Einstellung für lieber. Oh Gott. Rächen. Nicht draufstehen, das könnte sich rächen. Oh, ich hab's befürchtet. Wollte schon sagen, bitte nein. Wird's kein Witz. Die Pflanzen machen diesen Ort lebendig. Es scheint jemandem eine echte Herzensangelegenheit zu sein. Es ist aus Netzladen. Diesen Schlauch würde ich überall wieder erkennen. Okay, wir haben einen Hammer. Jetzt können wir hämmern. Oh, ein brennender Brunnen. Was für ein hübscher Brunnen. Er wäre noch hübscher, wenn sie keinen Müll dran, wenn kein Müll dran und brennen würde. Wie heißt es so schön, dass ein Müll ist des anderen Zieher oder so? Brennendes Männchen.
In einem Brunnen brennt ein Mannequin. Es ist zu heiß zum Anfassen. Ich bräuchte etwas Langes, um es rauszubekommen. Zufällig bei Samen im Besen. Holen wir dieses Mannequin da raus, bevor das Feuer vollständig verschlingt. Das Ding ist in dem brennenden Brunnen so heiß geworden, dass man ein Spiegelei darauf braten könnte. Wir sollten ein paar Eier besorgen, um den Theorie zu überprüfen. Sagen Sie es ja nicht. Rein, wagen Sie es ja nicht hereinzukommen. Ich wollte nicht. Oh doch, das wollten Sie. Und jetzt frotten Sie ihn. Ich will keinen Besuch. Ich mag ihn. Verschlossen. Okay. Abgeschossen. Ich höre Geräusche und dann, hallo? Komm nicht raus. Ich verstehe. Kann irgendwer. Was? Wer ist da? Ein Detective. Ich habe gesagt, ich komme nicht raus. Ich weiß aber, ich kann sie nicht hören. Ich gebe auf. Gut. Moment mal, wenn sie das gehört. Ich höre sie nicht, verschwinden sie. Hm. Dieses kleines Fenstchen machen sie uns irgendwie gemütlich. Hier muss es eine Art Hausmeister geben, der sich darum kümmert. Der Teddybär. Der schon wieder. Es wird langsam Zeit, dass wir ihn mitnehmen und verhören. Teddybär mitgenommen. Sieht aus, als hätte jemand seine Weißwäsche und Buntwäsche zusammengewaschen. Es verfärbt. Eine alte Waschmaschine. Eine Vorratspackung mit billigem Waschpulver. Das Logo lautet, es ist ja nicht deine Wäsche. Aha. Gut. Ich würde an der Stelle mal. Ohne Abstellung. Waschpulver. Achso, das haben wir schon. Wird an der Stelle mal sagen, machen wir eine Streampause. Viertelstunde Pause. Dann sehen wir uns gleich wieder. Spielen wir weiter in Dark City Detective Fumble in the Dark. Bleibt da dran, gleich geht's weiter. Bis gleich.
So, weiter geht's. Die Waschmaschine ist offen. Wollen wir mal reinschauen? Okay, scheinbar nicht. Ich höre Geräusche von drin. Hallo? Kann man nicht raus? Ich verstehe irgendwie, was, wer ist da? Ich habe gesagt, ich komme nicht raus. Ich weiß, aber ich kann sie nicht hören. Achso, das hatten wir schon. Hier müssen wir mal einen Abstellraum halten. Die Tür ist von innen abgeschlossen. Sehen den Schlüssel vom Schlüsselloch im Schlüsselloch merkwürdig.
Unter der Tür ist ein Spalt. Vielleicht kann ich ihn nutzen, um meine Schlüssel zu kommen. Aha, und womit? Oh nein, nein. Ich könnte mir dabei die Hüften ausrenken. Ah ja, eine Blockade. Jemand hat eine Mauer gebaut und mit einem Hinweis von mir versehen, Jungs verboten. Du hast doch also schon mal nichts verloren. Du hast also schon mal nichts verloren. Selbstbildnis des Künstlers, gealtertes. Aha. Gut, jetzt haben wir Töpfe und Pfannen, eine Schere, Etiketten, ein Diktiergerät, ein Hammer und Teddybär. Komplett random. Tja. Tja, was tun wir nun? Die Boxen zerschlagen. Vergessen, wie es funktioniert. Aha. Okay. Können TD mal mixen? Obwohl nicht. Ich muss erst etwas mit ihm machen, sonst ist er nicht besonders überzeugend. Überzeugend. Aha. Was genau sollen wir damit machen? Alles gut, rein damit und Reißverschluss wieder zu. Und jetzt kommen diese unheimlichen Geräusche von dem Bär. Besessener Bär. Nein, wenn ich Ihnen das zeigen könnte, das mein Plan torpedieren. Ich muss es überzeugend machen, also muss dieses Kerlchen versteckt bleiben. Okay, wo in seiner Nähe können wir das verstecken? Illusion funktioniert nicht, wenn der Pfarrer mich beim Aufbauen sieht. Hier ist wohl nicht der beste Ort, um ihn hineinzulegen. Seine Küche vielleicht im Mülleimer? In die Mülltonne schmeißen. Ja. Einen brennenden Rollstuhl setzen. Bei einem Rauch fürchte ich, dass niemand den verbrannten, verdammten Bären sehen würde. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen besseren Ort. Es wäre doch sehr gut, wenn man den nicht sehen würde. Und würde nicht auffallen. Ich weiß nicht, hier vielleicht. Was knarren die ständig? Klingt wie Magengekrümmel über meinen Magen, das ist nicht. Wir müssen hinter der Rezeption verstecken. Und dem Telefon. Im Essenszimmer. Die Küche im Küchenwagen.
das wäre naheliegend, wenn das hier in der Nähe eine Küche wäre. Kann diese Sache nicht an einem eingeschalteten Ventilator. Wenn ich ihn einfach so drauf stelle, wird er heruntergeschleudert, sobald ich das Ding wieder einschalte. Das muss ihn irgendwie sichern. Vielleicht mit Klebezeugs. Taftcreme. Aber wie soll man die bekommen? Ja. Willkommen war an die Haftcreme dran. Sie haben mich ganz schön erschreckt. Ich dachte, sie wären. Ja, okay, das hatten wir schon. Tja. Manche Räume kommen auch hier gar nicht mehr, gar nicht erst rein. Tja. Okay, den auf der Mannequin zu sitzen ist auch keine Option. Gut oder nicht gut. Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Okay, wir können gerade nicht wirklich was tun. Sonst fällt mir die Lösung nicht ein. Das macht schon Sinn, dass wir es hier im Esszimmer mal hinkriegen. Brauchen wir entweder ein Seil, um das dran zu knoten, oder das Haftcreme, die das hält. Tja. Das Brummen macht mich wild. Klingt jetzt, als ob jemand Hunger hätte. Ja. Guck mal eine komplette Lösung nach. Wo wir hier wieder unnütz rumirren. Okay. Die Frage ist, was machen wir mit dem Teddybär, nachdem wir den manipuliert haben? Ja. Ist bisher gerade nicht so sehr hilfreich.
Den Teddybär. Was tun wir damit? Komplett durch so Wühl. Das macht doch alles keinen Sinn. Okay, ein Weg ist nicht den wir wollen. Einen Weg haben wir gefunden. Sieht diese Funktion nicht irgendwie los aus? Okay, nein. Grundverzierung, okay, wir haben ein Kreuz. Ja, nun. Wie kommt man an die anderen Dinge dran? Kopfkatz. Okay, dort komplette Summen. Nur Zeitschriften zerstören. Ach, die Coupons sammeln. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Coupons rausschneide? Wenn die Leute noch genug zum Lesen haben, sollte das in Ordnung zu gehen. Hier stand halt ein Coupons. Wofür auch immer wir sie brauchen. Können wir ihr ein paar Coupons geben? Sind doch leidenschaftliche Schnäppchenjägerin. Wenn sie für diese Coupons begeistern. Und wie? Ich liebe Coupons. Aber leider ist hier gerade zu viel los, um einkaufen zu gehen. Ich kann diese Coupons wohl erst nächste Woche einlösen. Bis dahin sind sie ja noch gültig. Im Moment ist es wichtiger, für die Patienten da zu sein. Ich kann kaum glauben, dass ich das einmal sagen würde. Nein, nur 10er. Das hatten wir schon. Okay, wir müssen sie irgendwie noch loswerden. Die Coupons haben dafür nicht gereicht. Was tun wir? Gibt es ein Item, was wir noch nicht gefunden haben? Vielleicht ist das hilfreich. Lass mal gucken, wie das gefunden wurde. Ich spicke hier mal ein bisschen, damit es hier ein bisschen vorangeht. Sonst würde ich noch stundenlang. Okay. Was eigentlich mit dem Besen passiert, den wir vom Dach geholt haben? Man braucht schon mehr als ein Besen. Aber wir haben keinen Besen. Aha, mysteriös. Haben wir einen Gameboy in den Back? Das wäre sehr frustrierend.
Okay, vielleicht können wir irgendwie. Ah, vielleicht können wir Etiketten aufkriegen, dass die heute ablaufen. Wenn wir das ablaufen, haben diese Coupons ein wenig. Aha. Heute ablaufende Coupons. Sehr schön. Damit können wir doch bestimmt sie ablenken. Ich habe keine Zeit zum Einkaufen. Aber heute scheint die letzte Gelegenheit zu sein. Ich muss sofort zuschlagen. Kann ich Sie hier kurz allein lassen? Sorgen Sie bitte dafür, dass die Bewohner keine Medikamente wegnaschen. Die Töpfe haben zu viele Löcher, die Haftcreme würde herausfließen. Ach Mist! Okay, wir können keine Haftcreme mitnehmen. Ein Teddybär mit Haftcreme einschmieren? Uff, tut mir leid, der Behälter ist zu schwer. Ein riesiger Behälter ist mit Haftcreme. Wir können mit dieser Haftcreme dafür sorgen, dass unser Auto vor Ort stehen bleibt, wenn wir einfach nach Hause, nach draußen. Tut mir leid, der Behälter ist zu schwer. Ihn hier einfach einschmieren, damit wir ihn benutzen können. Ja. Vielleicht können wir das Kreuz erstmal an den Priester geben. Hier, nimm das, es wird dich beschützen. Wird es das wirklich, Bo? Du bist hier der Pharao. Woran sollten wir doch glauben, wenn nicht einmal du dir da sicher bist? Guter Punkt, Dude. Der große G wird mich beschützen. Du kannst meinen sogar Gegenstand erhalten. Super Soka. Ah, okay, und jetzt können wir hier nebenan mal ein bisschen in die Waffnung üben. Also gut, wenn sie unbedingt nass werden wollen. Guck mal, Mavis, die Bullen packen die Wasserwerfer aus. Und wie Anno 43. Ich fühle mich so lebendig. Haha, ich auch. Sie können die Balance haben, junger Mann. Für das, was als nächstes kommt, brauchen wir sie nicht. Oh, George. Also, wie kommen wir hier voran? Wir müssen uns immer noch um die alten Autodieb kümmern. Kümmern? Du meinst klick klick, ich bin nämlich... Nein, Dudi. Tut mir leid, du hast mich unterbrochen. Ich wollte sagen, ich bin jederzeit bereit. Sag es nicht, Dudi. Aus irgendeinem Grund lässt du mich nicht sagen, dass ich jederzeit dazu bereit... Dudi! In jemandem spazieren zu gehen. Diese alten Menschen vermissen... Gesellschaft und Zeit an der frischen Luft. Moment, was hast du gedacht? Was soll dieses Kick-Kick? Das Geräusch, das einen Rollstuhl auf den häufigen Gehweg von Tunex machen. Wir müssen immer noch dieses Rave-Party auflösen. Spaßbremse. Beenden wir dieses Duell auf dem Dach. Wir könnten es auch durch wahre Liebe und Ritterlichkeit entscheiden lassen. Es ist immer deine Lösung, ein Duell entscheiden lassen. Du hast mich durchschaut, Detective. Als es um das letzte Stück von Dallas Geburtstagstort ging, habe ich auch ein Duell vorgeschlagen. Als meine Schwester wollte, dass ich den Abwasch übernehme, habe ich sie auch zum Duell herausgefordert. Als wir hergefahren sind, wollte ich dich sogar zu einem Duell um den Beifahrersitz herausfordern. Obwohl du der Fahrer bist, du hast also recht. Es ist zu oft auf diese Lösung zu greifen. Aber diesmal gibt es ein echtes Duell. Zwei Männer auf
die wild entschlossen sind, ihre Differenzen ein für alle Mal im Kampf freizulegen. Ich fühle mich, als wäre ich ein Kamelot. Sir Bruno Senior und Sir Boris der Ältere im Kampf auf Leben und Tod. Ganz genau. Vorschlag, wir lösen diesen Fall und am Wochenende lade ich dich zu einem mittelalterlichen Bankett ein. Endlich abgemacht. Ich hätte es ehrlich gesagt für leichter gehalten, an ein paar Ballons zu kommen. Du hast einfach zu hohe Erwartungen. Wasserbomben. Dann können wir die mit Glide-Zeugs befüllen. Also gut, füllen wir so viel Haftcreme wie möglich in die Ballons. Ballons mit Haftcreme. Okay. Können wir jetzt den Teddy... Scheinbar nicht. Wollen wir damit jetzt die Leute auf dem Dach abwerfen oder was haben wir damit jetzt vor? Das Auto abwerfen. Das macht Sinn. Ich muss auf die Reifen ziehen. Mist, die Reifen klingen fest, so macht das keinen Spaß. Buh. Ich sollte wohl froh sein, dass dieses Spiel jugendfrei ist. Sonst wäre ich womöglich aus dem Fenster geschleudert worden. Komm mal. Also wie kommen wir hier voran? Wir müssen immer noch diese Rave-Party auflösen. Spaßbremse. Wenn wir das Duell auf dem Dach. Ist transparent. Wenn wir das transparent jetzt haben, von mir aus, ich habe genügend andere, falls ich sie brauche. Okay, wir können mit dem Tuch vielleicht. Wenn ich ihn daran festbinde, kann ich ihn irgendwo aufhängen, um eine gruselige Atmosphäre zu schaffen. Aha, ist das ein Teddybär? Den kommen doch jetzt, wait mal. Warte mal kurz, Krankenschwester. Uns 3 Dutzend Rektalthermometer für Hunde. Nein, 6 Dutzend. Ein Schließmuskel ist schließlich ein Schließmuskel. Sollte es nun wirklich keinen großen Unterschied geben. Ich bin beunruhigt. Alter, Mutter, Funde. Das sollte funktionieren. Jetzt muss ich nur noch mit lauter einschalten und das Unheil nimmt seinen Lauf. Alles klar, dass nur die Besessenheit beginnen. Juhu. Ein Dämon ruft den Pfarrer. Mein Darm. Was ist das für ein Was zur Hölle? Gut, dass ich dieses Kruzifix dabei habe. Ich vertreibe dich im Namen Christi. Das funktioniert. Jetzt müssen wir uns nur noch ins Nebenzimmer schleichen und die Musik abschalten, um die Party zu beenden. Beelzebub. Interessant, der Teddybär war wirklich besessen. Du wagst es, mich zu vertreiben zu wollen. Wer ist das? Welche garstiger Dämon, kehre dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Ich werde nicht zulassen, dass du diesen Unschuldigen etwas zustößt. Was zum... Das war ein besessener Teddybär. Weich, habe ich gesagt. Nein. Gelungener Exorzismus. Juhu, an einem Teddybär. Was ist hier gerade passiert? Bro, ich bin erschöpft. Gut, dass du mir das hier gegeben hast. Ich weiß nicht, ob ich einen so mächtigen Dämon mit einem Super Soaker bezwungen hätte. Ich bin verwirrt, aber auch froh, dass ich dir das Key gegeben habe. Ich muss mich ausruhen, Bro.
Ich habe keine Energie mehr zum Feiern. Kannst du die Party im Nebenraum für mich auflösen? Sicher. Tut mir leid, ich bin ehrlich gesagt immer noch fassungslos. Verständlich, pass auf dich auf, Bro. Ja, du auch. Nun, das war außergewöhnlich. Gehen wir und beenden die Party. Das stellt alles in Frage, woran ich glaube. Okay. Schalten wir das alles ab. Ach, schade. Also, wie kommen wir hier voran? Beenden wir das Duell auf dem Dach. Mit Hammer und Topf. Und vielleicht gegeneinander schlagen. Ich brauche etwas Stabiles, worauf ich die Töpfe platzieren kann, um sie in die richtige Form zu schlagen. Hä? Okay. Was? Was ist der Plan? Ich begreife nicht ganz. Verstabiles. Okay, wie kriegen wir die jetzt aufgelöst? Die Party da oben auf dem Dach. Was machen wir mit denen jetzt? Ach so, wir können jetzt in Lager rum, natürlich. Bis dann der Pastor Fairly sich ausruht, kann ich das Pult aus dem Weg schieben. Na gut, wir können das aus dem Weg heben. Was, ja, ich helfe ja schon. Auch wenn wir körperlich anstrengen, nicht so sehr liegt wie dir. Ich bin eher für den Denkschweiß zuständig. Wenn du versprichst, nie wieder Denkschweiß zu sagen, helfe ich auch mit. Abgemacht. Abgemacht. Okay, da werden wir Reinigungswagen. Das ist der sauberste Reinigungswagen, den ich je gesehen habe. Ich glaube, er reinigt ihn nach dem Gebrauch. Er reinigt nach dem Gebrauch. Beeindruckend. Ich halte meine Reinigungsutensilien sauber, indem ich sie nicht benutze. Tisch zusammenbauen. Das NT jetzt bitte bei Gelegenheit zusammenbauen. Wie wär's, wenn wir uns ein bisschen nützlich machen? Du weißt, wie ich darüber denke, mich nützlich zu machen. Okay, wir haben einen IKEA-Karton mit dem Tisch dran. Ich meine Möbelhaus XY. Ein wildes Durcheinander aus alten Knobeln? Eine Kiste mit Pudding, wahrscheinlich für den Nachttisch. Oder für den Nachttisch. Warum für den Nachttisch? Für den nächtlichen Heißhunger. Oh, wir sollten ein bisschen Papier mitnehmen, falls wir Notizen machen oder ein Grabstein abbrausen müssen. Mir kannst du nichts vormachen. Ich weiß, dass du es mitnimmst, weil der Drucker im Büro schon seit Ewigkeiten kein Papier hat. Wie soll ich sonst unsere Charakterbögen ausdrucken? Du kannst mir das verraten. Yay, Charakterbögen. Jetzt spielen dort jetzt fordern wir sie zum Pen Paper heraus. Ein komplettes Bingo-Set. Es ist sogar ein kleiner Ansage dabei mit dabei. Nummer 3. Jetzt lass mich frei. Bitte helfen Sie mir. Ich bin klein, bin so klein, dass man mich aus Versehen mit einem Bingo-Set weggepackt hat. Ja. In der Kiste werden Löcher aufbewahrt. Wie soll das möglich sein? Eine Kiste mit hart gekochten Süßigkeiten. Geschmacksrichtung geschmacklos. Ja. Eine Kiste mit Nasen und Ohrenhaaren. Blach!
Es sind lauter Wutpuppen drin. Unheimlich. Eine Kiste voller Erinnerungen. Ich halte sie lieber geschlossen, damit keine nach außen dringen. Das hatten wir schon. Ein wildes Durcheinander aus alten Kabeln. Aha. Der Kabelsalat. Lecker. Okay. Und hier müssen wir die Töpfe jetzt noch in eine richtige Form. Schlangen, wie auch immer. Wie das hinkriegen sollen. Wir können den schon mal den Charakterbogen geben. Oder auch nicht. Sind die kein Charakterbogen, sind nur weiße Zettel. Tja. Wie machen wir das jetzt mit den Töpfen? Haben wir irgendwo einen harten Untergrund, auf dem wir das zurechtbiegen können? Vielleicht können wir das als Schmiedeofen benutzen. Hängen wir die da dran. Okay. Zeit, eine Rüstung herzustellen. Der Name Officer hat eine lange Schmiedetradition. Was? Nein. Hat er nicht. Und das, es ist nicht einmal der Name, sondern dein Job. Gott sei Dank. Ich dachte schon, du willst mir Schmiedearbeit aufs Officer aufs Auge drücken. Die Rüstung ist ungefähr menschenförmig. Bei all dem, was hier vorgeht, kann ein bisschen Schutz sicher nicht schaden. Und wo ist du diese Rüstung? Was ist mit meinem Schutz? Oh, die ist für jemand anderen. Was war nur Spaß? Ich würde hier niemals mit Töpfen und Pfannen herumlaufen. Was sollen die Bewohner von mir denken? Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Okay. Können wir den Tisch mal aufbauen? Ein Tisch zum Zusammenbauen von Aeki. Ich freue mich schon darauf, dir später beim Zusammenbauen zuzusehen. Okay, und wie bauen wir jetzt den Tisch zusammen? Den brauchen wir doch bestimmt dort oben für das Tabletop-Spiel, für die Pen-Paper-Runde. Hier kommen wir noch nicht hin. Sekunde, ich glaube, wir müssen durch die Vordertür. Und hier hoch. Und wer soll die Rüstung kriegen? Die heute meint vielleicht. Würde sich hiermit sicherer fühlen. Es ist zwar nicht der Schutz, den ich mir vorgestellt hatte, aber es ist gar nichts. Danke, jetzt bin ich zumindest sicher. Während die beiden darüber streiten, wer mir die beiden Dinge geschickt hat. Moment mal, du hast zwei Dinge bekommen? Ja, ein Liebesbrief und ein paar Rosen. Aber ich habe nur Rosen geschickt und ich habe nur einen Brief geschickt. Langsam wird mir klar, was hier passiert. Ihr habt mir also beide etwas geschickt. Ich glaube, die ganze Sache liegt ein Missverständnis vor. Ich auch. Also willst du nicht, dass wir um dich kämpfen? Zumindest nicht körperlich. Willst du lieber mit uns Tee trinken? Das klingt weniger gefährlich, ja. Alles klar, gehen wir runter. Wie bekommt man einen Rollstuhl von dir herunter? Also wie kommen wir hier voran? Ich glaube, das war alles. Gehen wir zu Umaduli. Juhu. Du fragst, wie haben sie den hochbekommen? Wie haben sie den Rollstuhl aufs Dach bekommen? So könnten sie den vielleicht auch wieder runterbringen.
So, auf zu Oma. Wir haben lange genug gewartet. Ist da draußen endlich wieder Ruhe eingekehrt? Ja, es war ein hartes Stück Arbeit, aber die Lage hat sich beruhigt. Also gut, kommt rein. Teetassen. Sandwiches. Was? Wo sind der Tee und die Sandwiches hergekommen? Hätte Zeit, einen kleineren Imbiss vorzubereiten, während ihr da draußen nach dem Rechten gesehen habt. Oh, danke, ich habe tatsächlich ein bisschen Hunger. Okay. Hallo Jungs, danke für euren Besuch. Tut mir leid, dass ich so lange nicht hier war. Und meinte, ich war auf einer wichtigen Mission. Schon gut, Patrick. Es ist ja nicht so, als würde ich hier in diesem Heim sitzen und auf mein Ende warten. Puh, ich dachte schon, du wärst aber auf mich. Wie geht's denn so? Bei mir ist alles in Ordnung. Aber ratet mal, wer alles gestorben ist. Nicht schon wieder die Todesnachrichten, Oma. Ich verstehe nicht, warum du so gern darüber redest. Man so viele griesgrämige Alte kennt, bereitet es einem Freude, diese zu überleben. Ich bin eine Dame und bevorzuge es nicht zu fluchen, aber nicht, weil Damen nicht fluchen, sondern weil ich diese Jugendfreigabe nicht gefährden will. Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Seitdem heute Morgen der Postbote da war, benimmt sich hier keiner mehr altersgemäß. Welche Post hat er denn gebracht? Nichts Besonderes, nur diese wöchentlichen Zeitschriften und hier und da ein paar Briefe. Müssen uns die Zeitschriften anschauen. Auf Wiedersehen. Das war's schon, das Geschenk abgeben oder so? Eine verblüffende Ähnlichkeit. Ja, das dachte ich mir auch. Merkwürdig, zumal ich es im Müll anderer Leute gefunden habe. Ja. Die Federung scheint schon vieles mitgemacht zu haben. Das will ich gar nicht wissen. Ach, das alte Land. Mein kleiner Patrick, als er gerade mal 17 Pixel hoch war. Ein Bein. Dafür musste ich jemanden im Kampf besiegen. Einen geheimnisvollen, einbeinigen Mann. Wessen Asche ist das, Opa Dudis? Nein, wir haben ihn nicht eingeschaut. Wir haben ihn einfach am Straßenrand liegen gelassen. Keine Ahnung, von wem die Asche ist. Der Name könnte Trevor sein. Aber das Geheule des Geistes ist zu schwer zu verstehen. Jedenfalls gehört sie jetzt mir. Bis dir gefällt oder nicht, Geist. Oh, wie ein Gehirn im Glas. Paduli. Er war noch nicht einmal hinüber, als sie das rausgenommen haben. Wir waren danach noch 4 Jahre verheiratet. Affenpfote. Dieser Fluch hat einen Orang-Utan in seinem Unterarm. Dieser Fluch hat einen Orang-Utan in seinen Unterarm gekostet. Wer wirft so einen Schädel weg? Der ist so gut wie neu. Eine Kreditkarte? Ist das meine Kreditkarte? Ich habe sie schon gesucht. Oh, das ist deine? Ich sehe mir mit dieser Brille nicht so gut. Ich verwende sie nur, um Schiebetüren zu öffnen, wenn die Leute mich aussperren. Du meinst deine eigene Tür, wenn du dich selbst ausgesperrst, oder Oma? Ich nehme sie wieder mit. Nur zu, ich bin wie der Wind. Ich komme durch jede Tür. Kreditkarte. Eine Teekanne. Ich habe immer eine Teekanne mit Psilocybin im Griffweite, falls ich auf eine Reise gehen will. Ja. Ein Jojo. Oma, ist das ein Jojo, das du in der Wäsche verloren hattest? Meinst du das, mit dem ständig gespielt hast und mir auf die Nerven gegangen bist? Nein. Eine gruselige Puppe. Kein Wunder, dass diese gruselige, augenlose Puppe weggeworfen wurde. Oh, als ich sie fand, hatte sie noch Augen. Aber dann ist jemand zu neugierig geworden. Ja, du hast richtig gehört. Lass deine Augen nicht zu sehr umherwandern, McQueen. Sonst.
eine Kristallkugel. Wenn Mystique wirklich ein Medium ist, wie konnte sie dann zulassen, dass ich an ihre Kugel gelange? Trophäen? Gefällt euch meine Trophäensammlung? Ich habe den ersten Platz im Stehlen von Trophäen gemacht. Und zwar nicht nur einmal. Alles, was ich über Underground DJs und illegale Waves weiß, hat mir Oma beigebracht. Sie ist mein Heldin. Ja, ein Familienfoto? Ein Familienfoto. Wann war die Familie das letzte Mal so versammelt? Also. Schnüffler, harmonischer Fleischer, yay. Ja, das ist gut. Es ist gut. Genau wie es wie zu Hause, oder Leute? Hat jemand Lust, eine Runde Schluchzen zu spielen? Ich halte einen Kaffee aus Trink. Das ist ein echtes Spiel, Bass. Ich kann jetzt kaum erwarten, das nächste Weihnachtsfest wieder zu spielen. Ach, Kumpel. Oxa, Rudi, wirst du ihr mal das Geschenk überreichen? Du wirst es nicht glauben, wo ich neulich war. Wo? Fischlein deckt dich, der Laden, mit all dem Schrott, den sie aus dem Wasser ziehen. Oh, was war ein guter Schrott dabei? Ein goldener Kelch und ein rustiges Schwert, das beladen summt. Oh, und eine Bowlingkugel. Eine Bowlingkugel? Wie schön. Rudi, du hast ein viel aufregenderes Abenteuer ist das erlebt. Nicht für Oma, sie liebt Schrott. Je banaler, desto besser. Das stimmt. Warum war die Bowlingkugel dort? Gibt es dazu eine Geschichte? Hat jemand betrunken versucht, ins Schaufenster eines Pfandleihers zu werfen? War ich das? Okay, das Geschenk nimmst du wieder mit, oder was? Warum ist diese Tür angelehnt? Da ist jemand drin. Oh, das hätte ich wohl erwähnen sollen. Die Tür war ein wenig offen, damit er frische Luft bekommt. Im Schrank hängt der Mann. Chance, du sollst keine Leute anzischen, solange du in meinem Zimmer bist. Entschuldigung. Was wollen Sie wissen? Wer sind Sie? Schaumus, der Hausmeister. Ich kümmere mich hier um alles. Stühle reparieren, Pflanzen gießen und so weiter. Warum hängen Sie nur mal du dieses Schrank? Ich versuche zu schlafen. Was sonst? Kopfüber zu hängen ist gut für eine Wirbelsäule. Sehr überzeugend. Wirklich, für mich klingt das ziemlich verdächtig. Stimmt, das war auch ironisch gemeint. Wenn wir Synchronsprecher hätten, hätte ich es verstanden. Hey, ich kenne sie doch aus dem Hotel der letzten Staffel. Interessant. Nun habe ich plötzlich das Gefühl, mein Leben mit dem Jagen von Monster vergeudet zu haben. Ich bin kein Psychiater, sondern nur ein Typ, der kopfüber in einem Schrank hängt. Auf Wiedersehen. Stricknadeln und Wolle. Stricknadeln und Wolle. Das sind alte Nadeln. Willst du sie haben? Der kleine Patrick erzählt mir immer davon, wie gerne du dir irgendwelche Sachen in die Taschen steckst. Ja, danke. Kleptomane. Stricknadeln, da nicht steckt. Sind dort nur noch Wollknäule. Ich würde dir ja einen Pullover stricken, aber ich stricke nicht gerne. Deshalb habe ich mich auch nie beschwert. Auch nicht beschwert, als du die Nadeln genommen hast. Aber sie strickt doch gerade. Dann aus dem Hof hinauf zum Flur. Ich fühle mich komisch. Ja, ich auch. Ich hätte da drin lieber eine Verfolgungsjagd mit einem Zentauren oder etwas in der Richtung gehabt. Irgendwas Aufregendes. Ich war bereit, meine Polizeiuniform an den Nagel zu hängen. Mein lebenslanger Traum, kein Polizist zu sein und zu verwirklichen. Jedenfalls sollten wir uns über diesen Schaumers umhören.
Und das Geschenk nimmst du dann wieder mit zurück, oder? Das. Ah, alles klar. Ist schon sicher rauszukommen. Wer hat heute Post bekommen? Ein paar der Bewohner und Chalmers, der Hausmeister. Wo würde ich Chalmers an einem normalen Tag finden? Ständig unterwegs, redet mit den Bewohnern und so. Er hat einen guten Draht zu ihnen. Und die meiste Zeit verbringt er in der Waschküche. Gut, schade, dass wir nicht wissen, wo der abhängt. Verdammt. Bevor der Chalmers, wo der Hausmeister wohl abhängt. Wir wissen es nicht. Was können Sie mir über den Hausmeister erzählen? Chalmers, er ist der Hausmeister. Was denn? Soll ich Ihnen etwa erzählen, dass er seine gesamte Freizeit in der Wäscheküche verbringt? Ja, genau, das wollte ich hören. Oh, gern geschehen. Gut, dann gehen wir mal wieder zu Oma und fragen ihn. Oh, Jungs, sieht sehr hungrig aus. Hier habt ihr etwas zu essen. Nicht nötig, wir haben schon Zeit. Nur zu, ihr müsst es immer tüchtig essen. Juhu. Jetzt haben wir 4 Sandwiches und 4 Tasten. Okay. Ich komme noch mal rein. Ich bestehe darauf. Na schön. Wir brauchen nichts mehr, danke. Du vielleicht nicht. Noch etwas Tee? Aber immer. Ich denke schon. Okay, jetzt haben wir 10 Tassen Tee und 10 Sandwiches. Danke, Oma. Okay. Ja, wie viele Tassen Tee und Sandwiches können wir haben? Ich hoffe nicht ein Achievement für. Ich mache einfach jedes Mal alles. Ich würde einfach von Oma verhätscheln lassen, statt die Welt zu retten oder in irgendwelche anderen langweiligen Sachen verwickelt zu werden. Wir haben jetzt 22 Sandwiches und 22 Detox. Wir versorgen das ganze Revier. Mal zurückkommen. Was wollen Sie wissen? Wir haben jetzt. Ich kann es kaum glauben, aber ich habe euch nichts mehr anzubieten. Das ist jetzt aber peinlich. Ich habe immer noch Hunger. Okay, 30 Sandwiches und 30 Tassen. Wir haben ein Achievement bekommen. Sehr schön. Gut. Kann mir jemand mehr über. Ein Hausmeister ziehen. Der Wäscheküche. Wie kommen wir in die Wäscheküche? Okay, durch die Tür müssen wir irgendwie durch. Wenn ich die Schüsse jetzt rausschiebe, kann ich ihn nicht auffangen. Vielleicht können wir ein bisschen Papier in den Türspalt schieben. Wir schieben das unter der Tür hindurch. Liegt bereit, schieben wir den Schlüssel raus. Okay, Lagerraumschlüssel. Mal sehen, was wir daran finden.
Moment mal, wohnt er etwa hier? Weißt du, was auf dem Wohnungsmarkt los ist? So ein gemütliches Zimmer findet man selten. Religiöses Zeugs. Eine Sammlung religiöser Symbole aus den verschiedensten Glaubensrichtungen. Die Lampe sieht traurig aus, Kopf hoch. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Eric? Was? Nein. Ja. Knoblauch. Wer hat denn zu Hause. Wer hat denn zu Hause Knoblauch an der Wand hängen? Dieser Kerl jetzt jedenfalls nicht mehr. Knoblauch erhalten. Sieht aus wie eine Stange für Klimmzüge. Angesichts der Tatsache, dass er kopfüber in dem Schrank deiner Oma hängt, dass es hier kein Bett gibt, würde ich sagen, dass das ein Schlafplatz ist. Ungemütlich, aber beeindruckend. Der ist Dracula. Er ist er nicht, weil hier Knoblauch hängt. Ich glaube, wir müssen ihm einen Pfahl ins Herz rammen. Er ist leer, aber um ihn herum sind Fetzen von zerrissener Post. Was auch immer er geschickt bekommen hat, muss es weggeworfen haben. Das könnte wichtig sein. Die Kommode. Ganz normale Dinge. Socken, Hosen, Westen und ein schwarzer Umhang mit rotem Seidenfutter. Und hohem Kragen. Moment, eines dieser Dinge ist nicht ganz so normal wie die anderen. Oh, da sind ein paar Schlüsse. Die könnten nützlich sein. Aha. Ich komme mit dem Schlüssel jetzt hier rein zum Beispiel. Oh nein, 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 ich könnte die Hüfte. Okay. Kennen dafür passt. Ein Personalraum. Wir sollten das Nicht-Stören-Schild respektieren. Und hat sich viel Mühe gegeben, es aufzuhängen. Kein davon passt. Okay, komm, der nutzloser Schlüssel. Fantastisch. Ja gut, wofür ist der Schlüssel? Und hier will ich mal fragen. Dann nicht. Wir können damit keine Tür öffnen. Okay, beantwortet keine weitere Fragen. So, wie lösen wir jetzt das Ding? Das Rätsel um Schaumes. Tja. Gehen wir nochmal ins Zimmer rein. Die kennen wir schon. Haben hier vielleicht irgendwas übersehen? Die Bücher zum Beispiel. Ein Stapel Selbsthilfebücher. Sie sehen aus, als wären sie erst neulich gekauft worden. Ein Klassenfoto. Ah ja. Das muss Schaumus sein. Sieht aus, als hätte er seinen Abschluss alleine gemacht. Nein, Moment mal. Die anderen sind nur unsichtbar, bis auf ihre Kleidung. Dort steht Abschlussklasse 1809. Die Bafolori Orlok V. Teppes S. Murphy C. Count Kaunstein de Lincourt S. Murphy, das ist Schaumes, der Hausmeister. Wer? Der Hausmeister. Wir sind in seinem Zimmer. Hausmeister, welcher Hausmeister? Der Kerl im Schrank deiner Oma. Der Kopf über dort hängt. Sag mir nichts. Tut mir leid, Detektiv. Aha. Klassenfoto. Konfrontieren wir ihn vielleicht mal damit. Sagt Ihnen das was? Auch die Tatsache, dass Sie in meinem Zimmer eingeboren sind und es gestohlen haben? Ja, aus der Tatsache. Ich dachte, es wäre offensichtlich. Ein kurioses Foto von einem Jahrmarkt, den ich letzten Sommer mit ein paar Freunden mit im College besucht habe. Es ist nicht echt.
Ja, das bringt uns hier sehr viel weiter. Gut, wir haben Schlüssel vom Hausmeister. Können wir damit irgendwas tun? Sieht leider nicht so wirklich danach aus. Aha, können wir damit die Mülltonnen öffnen? Mal sehen, was darin zu finden ist. Aha, so können wir alle gleichzeitig geöffnet. Kann noch nichts sehen. Du etwa, Duli? Was? Nein. Das kann ich nachgesehen, oder? Wir wissen beide, dass ich nicht nachgesehen habe. Aber du kannst das nicht beweisen. Also machen wir einfach weiter, ja? Die ist voller weggeworfener Zähne. Da kriegt man ja Albträume. Da ist eine Ausgabe des Medienmagazins Variation. Mitsamt einer Notiz. Würde nur die guten Nachrichten überbringen. V. Punkt. Interessant. Okay, Filmvorstellung. Können wir ihn mal damit konfrontieren? Man ist ja bisher nichts gebracht, aber. Kommt mir das bekannt vor? Dieser alte Salat. Nein, das Magazin, an dem der Salat hängt. Das ist nicht meins. Ich interessiere mich nicht sonderlich für Filme. Und das passt doch ganz und gar nicht. Ich habe das Gefühl, alle Teile zu haben und sie nur noch richtig zusammensetzen zu müssen. Moment mal, Vlad-Tipps, das muss V-Tipps von dem Testfoto sein. Es wird ein Film über sein Leben gedreht. Vielleicht hat es etwas mit der ganzen Sache zu tun. Fragen wir, schauen was danach. Ein Hinweis. Okay. Warum bekommen Sie Post von Dracula? Schreibt Dracula Ihnen Briefe? Gibt es Dracula wirklich? Sind Sie ein Vampir? Was verstehen Sie unter einem Vampir? Ein blutsaugendes Monster. Monster ist ein negativ besetztes Wort und nicht alle Vampire saugen Blut, sondern nur Sanguinarier. Es gibt auch emotionale Vampire und umgekehrte Versionen von beiden. Ich bin ein umgekehrter emotionaler Vampir. Die Leute fühlen das, was ich fühle. Ah ja. Und wie wäre das bei einem umgekehrten Sanguinarier? Ziemlich ekelhaft. Im besten Fall wäre es ein Typ, der ihnen in einer Seitengasse einen Beutel Blut anbietet. Ich will gar nicht wissen, was der schlimmste Fall wäre. Aber wenn sie ein umgekehrter emotionaler Vampir sind und sich hier alle sonderbar benehmen, als ich von Vlads Film erfuhr, begann ich mein Leben zu hinterfragen. Alle anderen haben es zu Ruhm und Ansehen gebracht und ich bin nur ein Hausmeister. Verstehen Sie? Vielleicht muss ich etwas an meinem Leben ändern. Sie haben eine Midlife-Crisis. Sie haben alle anderen auch eine. Ja, das tut mir leid, aber ich kann nicht viel dagegen tun. Also gut, Studi, wir müssen ihn nur ein bisschen aufmuntern und alle anderen aufhören und sich wie irren aufzuführen. Und warum ist Knoblauch? Oh, Knoblauch, mein Lieblingsessen. Aber es ist zu spät für einen Imbiss. Ein Vampir, der gerne Knoblauch isst. Sehr schön. Gut. Und weiter jetzt. Gut, können wir nochmal mit ihm reden? Ah, Vampire gibt es also wirklich. Ja, aber die Medien blähen das alles nur unnötig auf. Kennen Sie zum Beispiel Vlad den Fehler? Da hat sich nur jemand verhört. Das heißt eigentlich Vlad der Zähler. Und dachte und brachte Kindern das Zählen bei.
Er hatte die Filmrechte vermutlich nur abgegeben, um mit den Lizenzgebühren neue Schulen und Krankenhäuser zu bauen. Dieser verdammte Gutmensch. Graf Zahe hingegen, das war tatsächlich ein Monster. Er machte sich über die Kinder lustig, die nicht richtig zählen konnten. Jesus weinte bitterlich. Ich habe von umgekehrten Vampiren gehört. Ach, diese verdammten Bücher. Ich hasse sie. Weil sie sich davon falsch dargestellt fühlen? Nein, alles ist haargenau, so wie es dort beschrieben ist. Ich liebe das Tageslicht, Knoblauch und so weiter. Ich hasse die Bücher nur, weil ich sie nicht selbst geschrieben habe. Sonst wäre ich jetzt so berühmt wie die anderen. Wie können wir sie aufmuttern? Ich meine, es ist sicher nur gut, aber ich würde jetzt wirklich gerne wieder in Trauer über mein verkorkstes Leben versinken. Im Hotel waren sie ziemlich spät noch unterwegs. Ich dachte, umgekehrte Vampire mögen lieber den Tag als die Nacht. Ja, aber ich war im Urlaub. Ich bin lange aufgeblieben, um ein bisschen Mondschein abzubekommen. Was glauben Sie, woher ich diesen herrlichen, cremigen, trinklichen Ton habe? Ja. Ja, hier können wir nicht rein. Können wir hier vielleicht mal nicht rein? Im Personalraum brennt wieder Licht. Das Schnarchen hat auch aufgehört. Wollte nichts sagen, aber dieses Schnarch, das war beeindruckend. Kein Wunder, dass hier alle völlig blemblem sind. Das wahre Problem ist wahrscheinlich Schlafmangel. Okay, gehen wir rein. Hier haben wir ein Schlüsselbrett und ein Schlüssel. Seltsam aussehende Schlüssel. Das ist mein Innensechskant-Schlüssel. Damit baue ich Möbel zusammen. Alan. Alan. Sehen aus, als würden sie ihn brauchen. Wenn sie ihn mir zurückbringen könnten, können sie ihn mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir jemals etwas zurück. Psst, Studi. Selbstverständlich bringen wir ihn zurück. So schnell wie möglich. Gleich nachdem wir fertig sind. Sehen aus, als würden sie das nicht tun. Oh Mann, dieser Kerl ist unheimlich. Gegenstand halten. Insekthand. Jetzt können wir endlich den Tisch aufbauen. Wofür auch immer. Sieht aus wie das Podium auf dem Revier, außer dass dort McQueen Knutschgespenster eingeritzt ist. Verdammt, McKink. Ja, McKink. Ein Whiteboard. Scheint der Dienstplan zu sein und ein paar Haftnotizen. Sue sagt, das nächste Hexentreffen wurde verschoben, da der Gemeindesaal vom Ortsverband der Illuminaten belegt ist. Wank hat angerufen und gesagt, dass ihm das Hielang ausgegangen ist. Er wurde Puppen zum Üben gefunden. Martin sagt, er ist seit der letzten Sitzung ganz kribbelig. Und zwar nicht im positiven Sinne. Diese wohlgemerkt privaten Notizen könnten von jedem sein. Ein Werkzeugkasten. Niemand hat einen Werkzeugkasten hier stehen lassen. Schaumes würde den Verkaufsautomaten reparieren. Man muss bei all den der Hektik sein Werkzeug hier vergessen haben. Ob da wohl was Nützliches dabei ist? Oh, vielleicht der Schraubenzieher. Schraubenzieher, das sieht eher wie ein Pfahltreiber aus. Sie wissen, dass er ein Vampir ist, oder? Das war ziemlich beleidigend. Ich habe es bemerkt, sobald ich es gesagt hatte. Ich fühle mich furchtbar. Schraubenzieher halten. Dieser Automat verkauft keine Snacks oder Gegenstände, sondern frische Socken, religiöse Bücher und Reime. Das verdammte Ding ist hinüber, hören Sie sich das an. Der in Braun gehüllte Mann zieht diesem Ort aus dem Schlamm. Mit einem schönen Geschenk wird alles wieder eingerenkt. Das kann man zwar so machen, aber saubere Reime sehen anders aus. Okay, erbringen kann man es nicht.
Gefällt es Ihnen? Sie können sie mal nach Hause nehmen. Ich schenke sie Ihnen. Danke, aber er hier ist derjenige, der alle möglichen Dinge mitnimmt. Oh, er kann sie nicht haben. Es ist nichts für ihn. Ja. Eine Uhr. Die normalen Besucherzeiten sind fast vorbei. Es ist also bald Zeit für die intimen Besuche. Ja. Beängstigend. Verschiedene Mitteilungen für das Personal. Bitte keine Senioren zur Wave-Party ausschmuggeln. Aber drinnen geht's. Hört auf, Gebisse zu klauen. Wir finden euch. Die Anwendung von Hexerei auf der auf oder für Patienten ist nicht erwünscht. Es war klar, dass sie das sagen würden. Ein Tierfell. Ein großer weißer Westvorleger aus Fell. Was ist das für ein Tier? Das weiß niemand. Ich habe es während meines Erasmus-Jahres in der verlorenen Stadt von Z erlegt. Weißer Wettverleger. Ein Hexendoktor. Was halten Sie von den Vorfällen hier, Doktor? Vorfälle? Mir scheint hier alles ziemlich normal zu sein. Wie bitte? Alle verhalten sich wie wild geworden Teenager. Das ist doch nicht normal. Teenager sind mal ziemlich wild. Ja, aber Senioren noch nicht. Nicht? Gerade eben haben sie doch noch das Gegenteil behauptet. Sie drehen mir die Worte im Mund um. Sie wissen gar nicht, wovon sie reden. Ich weiß sehr wohl, wovon ich rede. Schließlich bin ich hier der medizinische Hexperte. Hexperte. Sie meinen wahrscheinlich Experte. Ich meine, was ich gesagt habe. Und jederzeit lassen sie mich weiter schlafen. Und jetzt lassen sie mich weiter schlafen, bevor ich aus der ganzen... die ganze Strafzettel in meine Tasche eine Wurde bastle. Ja. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir noch wissen, wofür. Aha. Können wir vielleicht irgendwo... Das Geschenk immer noch mit dabei. Können wir irgendwo den Tisch aufbauen? Ja, vielleicht hier ein Pavillon. Hier draußen könnte man eine Party steigen lassen. Wie können wir diesen Ort ein bisschen aufpeppen? Also für mich gibt es keine Party ohne Essen und Trinken. Wenn wir daraus eine Art Preisverleihung machen, brauchen wir einen roten Teppich. Und wir müssen ihn herauslocken. Was wissen wir über umgekehrt Vampire? Ich habe die letzte Staffel nicht aufgepasst, als Doris uns das erzählt hat. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber sein Zimmer nach zu urteilen mag er Tageslicht und Knoblauch. Also das Gegenteil von normalen Vampiren. Kannst du das alles aufschreiben, Juli? Natürlich, Essen, Getränke und andere Dinge, die Juli mag, ist notiert. Na gut, ich mache eine Liste. Du kannst mich sogar danach fragen, falls du einen Beweis brauchst. Welche Punkte der Liste müssen wir noch abarbeiten, Partyplaner Tudi? Schau mal, es ist ein umgekehrter Vampir. Also müssten wir hier draußen für Tageslicht sorgen. Wenn die Senioren an der Party teilnehmen sollten, brauchen wir Tee. Für so eine Party braucht man natürlich Snacks. Am besten etwas, was Schaumers gerne isst, damit wir ihn herauslocken können. Mit dem roten Teppich können wir ihnen das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein. Na gut, kümmern wir uns darum. Wir brauchen rote Farben, mit denen wir den Bettvorleger rot machen können. Wir haben Tee für 30 Senioren. Ich brauche ein Werkzeug mit einer bestimmten Form, um es zusammenzubauen. Zum Glück haben wir das hier. Scheint das richtige Werkzeug zu sein, um den Sonnen zu bauen. Probieren wir es aus. Klingt gut, du baust ihn auf und ich halte die Wache. Okay. Möbelhaus XY Bauanleitung. Mal sehen, was wir hier haben. 4 Beine, eine Tischplatte, ein paar Stabilitätsdinger.
Ich muss einfach nur die Anleitung folgen. Oh, die Anleitung ist auf Schwedisch. Kein Problem, denn dann sehe ich mir einfach das Bild an. Das wäre ja gelacht. Oh, das wird das schlimmste Minispiel überhaupt. Voila, ein Birke zu bereits im Einsatz. Also das halte ich jetzt mal für ein wahnsinniges Gerücht. Also A, es ging ziemlich leicht, ohne weitere Probleme. Also man hat alle Teile zusammengesteckt bekommen. Also ohne dabei und dabei 5 Mann zu brauchen. Also man hat Tisch zusammengebaut, ohne 5 Mann zu brauchen. Und es ist kein Teil übrig. Das ist, wie geht denn das? Wie ist denn das möglich? Das ist. Wenn ich ein IKEA-Regal aufbaue oder irgendeinen Tisch oder irgendwas, dann bleiben 3 Bretter, 15 Schrauben und eine Rückwand übrig. Und sich dann denkt, warum zur Hölle bleibt die Rückwand? Ja, der Schrank ist vollständig aufgebaut, aber ich habe eine Rückwand übrig. Man kennt's. Das heißt, ich für ein Gerücht, dass das hier problematisch und problematisch geht und kein Teil übrig ist. Es muss immer ein Teil übrig bleiben, wo man sich denkt, das können die nicht doppelt mit reingelegt haben. Das ist unmöglich. Ah ja, okay, wir haben einen IKEA-Tisch mit Anlauf beim ersten Versuch aufgebaut. Okay, wir brauchen Tageslicht. Ich weiß, wo wir Tageslicht herkriegen. Hier drüben. Ich habe da eine Idee. Nicht hier. Hier können wir doch bestimmt das Licht abschrauben. Schrauben wir das ab, bevor es noch jemand auf den Kopf fällt. Gegenstand halten. Disco-Beleuchtung. Okay, ist bestimmt sehr hell. Damit können wir bestimmt hier. Jetzt müssen wir die nur irgendwo aufhängen. Wenn ich die Beleuchtung hier befestige, scheint das Licht nicht auf den ganzen Garten. Ich muss sie weiter oben anbringen. Wir hätten. Okay. Wir können mal aufs Dach steigen. Das am Blitzableiter anbringen. Aha, die stehen da noch. Aha. Wenn wir das Licht in diesem Winkel anbringen, können wir den ganzen Garten beleuchten. Sollte hell genug sein, um wie Tageslicht zu wirken. Deckte, woher kommt der Strom? Was? Woher kommt der Strom für die Beleuchtung? Da sind keine Batterien drin, oder? Und hier ist auch keine Steckdose. Also wie kann das funktionieren? Dudi. Ich meine, ich habe kein Problem damit, aber. Aber was? Wenn es für dich in Ordnung ist, dass es auf magische Weise funktioniert, will ich nichts dagegen sagen. Bitte call es nicht. Bitte call es nicht. Ich finde es nur seltsam, dass wir manche Dinge verdächtig finden, weil sie magisch sind und andere einfach so für unsere Zwecke benutzen. Manchmal müssen wir eine Stromquelle finden und manchmal funktioniert es einfach so. Ist das nicht widersprüchlich? Bitte beschwör es nicht herauf. Lass es einfach funktionieren. Takel. Okay, Dudi. Welche Punkte der Liste müssen wir noch abarbeiten, Partyplaner Dudi? Wenn die Senioren an der Party teilnehmen wollen, brauchen wir Tee. Party brauchen wir noch Snacks.
roten Teppich. Okay, hier haben wir nix. Okay, Knoblauch-Snacks. Kein Partium-Snacks für den Ehrengast. Knoblauch-Sandwiches. Legen wir den und Tee. Tee stellen wir auf den Tisch, um die Bewohner anzulocken. Jetzt brauchen wir nur den roten Teppich. Ein weißer Teppich, das würde unseren hohen Ansprüchen nicht genügen. Wo kriegen wir rote Farbe her? Rote Farbe, rote Farbe, rote Farbe. Habe ich hier irgendwo schon mal rote Farbe gesehen? Eine Flasche mit Abführmittel. Ah, okay. Vergiss mein Nicht und erinnere dich nicht da an mich. Pillen beim Picken helfen. Das Picken unterbinden, den Darm anregen oder den Darm Alarm legen. Eine Flasche mit Abführmittel. Placebos und eine Auswahl von Süßigkeiten. Tabletten zum Lindern von Schmerzen, Verstärken von Schmerzen und Zeugen von Schmerzen. Aufputschmittel, Beruhigungsmittel, Augentropfen und Wermutstropfen. Haare in einer Tube, ekelhaft. Eine Kiste mit künstlichen Blutegeln. Blutverdünnungspflaster. Uringläser vorgefüllt. Blach. Rote Farbe, rote Farbe, rote Farbe, wo finden wir rote Farbe? In Abstellkammer was? Ich glaub's nicht. In der Küche, das Glas vielleicht. Ablenkungsglas. Tja. Können wir vielleicht irgendwie durch Türen hier noch? Vielleicht können wir mal ja, aber tut mir leid, aber ich muss mir Zutritt verschaffen, um sicher zu gehen, dass da noch nichts Gefährliches passiert. Was? Wer sind Sie? Wie sind Sie hier hineingekommen? Oh, da hängt was Rotes zu gebrochen. Da Sie jetzt schon mal drin sind, kann ich Sie wohl nicht mehr verjagen. Was wollen Sie? Stan, was kann ich für Sie tun? Warum haben Sie so getan, als wären Sie taub? Weil ich nicht in dieses Chaos da draußen verwickelt werden will. Mit dem ganzen Unsinn will ich nichts zu tun haben. Warum stiften Sie nicht da draußen Unruhe wie die anderen Bewohner? Ich habe genug Unruhe gestiftet, als ich in Ihrem Alter war. Das reicht für mein ganzes Leben und der alte Stan bräuchte nichts. Auf Wiedersehen. Hier passieren die magischen Dinge, Kartentricks, verborgene Löffel und verschwundene Münzen. Wobei ich mit letzterem nur die Münzen meine, die mir versehentlich unter die Matratze rutschen. Ist das die Folge? Es kann von außerhalb des Schiffs von Space Hop, ganz genau. Ah ja. Damals waren die Spezialeffekte noch in den Kinderschuhen. Sie mussten sie mich von einem echten Tentakel aus einer echten Luftschleuse rausreißen lassen. Moment, das Bild kenne ich doch. Es ist eine Szene aus Space Hop Folge der verschwommene Weltraumklumpen. Ein echter Klassiker. Rotes Hemd.
Und sind Space Hop-Fan. Ah, fällt es mir jetzt erst auf. Die rote Kleidung hier mit den goldenen Streifen, das ist. Aha. Und wen soll er darstellen? Ja, sie wohl auch. Ich ein Fan, ich habe selbst mitgespielt. Moment, sie sind doch nicht etwa Stan the Man, das originale Rothemd. Das gibt's doch nicht. Du, dieser Mann wurde jede Woche umgebracht und eine Woche später taucht er ohne jede Erklärung einfach wieder auf. Wenn Sie eine Erklärung wollen, lesen Sie meine verschachtelt formulierten Verträge. Dann sind Sie noch verwirrter. Wow, die Magie des Showbusiness. Wollen Sie dieses Hemd als Souvenir haben? Ich habe jede Menge davon. Eines für jeden Tod. Ich bitte darum. Gegenstand hält ein rotes Hemd. Ach, wie schön. Und hier mit dem Dreieck drauf, mit dem du es dann... Ah ja, die Anspielungen sind offensichtlich. Das Rothemd. So, in den Garten müssten wir mal. Die große Preisfrage. Ne, wir müssen hier lang. Große Preisfrage ist, ob das reicht oder ob wir... Okay, es reicht vielleicht. Das ist rot, geht aber nicht wirklich als Teppich durch. Wir brauchen etwas Überzeugenderes. Können wir das irgendwie kombinieren? Wie können wir dem... Wir müssen dem Bären jetzt irgendwie... Dem weißen Bettvorleger müssen wir jetzt irgendwie die Sachen überziehen. Wie wäre es mit der Wäscheküche? Wie können wir es gemeinsam in die Wäsche stecken? Rein mit dem Hemd, ich tue das zwar nicht gern, mit etwas so wertvollem, aber Stan sagt, er hat jede Menge davon. Ich brauche nur noch etwas zum Färben. Aha. Ja, jetzt können wir das weiße Rot entfernen und das gemeinsam waschen. Alles klar. Das Hemd und der Bettvorleger sind drunten, also kann ich sie jetzt einschalten. Ich bin gespannt. Gegenstand erhalten, gefärbter Bettvorleger. Okay, der Bettvorleger ist jetzt rot, wie ein roter Teppich, oder? Und das Hemd? Das ist aber noch drin, oder? Okay, dann legen wir mal das Ding hier hin. Das wäre eine Preisverleihung ohne roten Teppich. Ich glaube, das ist alles. Wir haben alles vorbereitet. Oh, da kommen schon die ersten Partygäste. Lecker Tee. Und auch noch kostenlos. Gebt mir ein Sandwich. Ist so hell hier draußen. Ist das Knoblauch? Was ist das? Als ich die leckeren Knoblauch-Sandwiches roch und das Tageslicht sah, bekam ich plötzlich Appetit. Das ist ihre Überraschungsparty, ein kleines Dankeschön für das, was sie für diese Menschen getan haben, wie eine Preisverleihung. In der Kategorie bester Freund, das Leben ist viel einfacher mit deinem besten Freund. Wie war, Kumpel, wie war? Oh, das ist aber nett. Und wo ist mein Preis? Oh richtig, der Preis. Patrick hat ihn. Ja, ich hab ihn. Hab ich das? Ja, das Geschenk, das du mitbringen solltest. Das ist ein Preis für Charmes. Ich weiß, dass ihr Jungs das hier nur inszeniert habt, um die Lage zu retten. Aber wir haben ihm tatsächlich einen Preis besorgt. Wir wissen, dass er ein umgekehrter Vampir ist. Und deshalb fühlen wir uns hier so wohl. Wir spüren seine Liebe für uns. Also wollten wir uns mit einem Preis bei ihm bedanken. Es ist zwar kein Filmvertrag, aber wir hoffen, es gefällt ihm trotzdem. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein dreifaches Hoch auf Schaumers. Die Pipura.
ein einfaches Hoch reicht. Wir haben keine Zeit, uns zu wiederholen. Kommt mit auf mein Zimmer, Jungs. Ich habe einen Brief für Patrick. Patrick, du musst nach Irland. Was? Familientradition. Alle Dudis müssen eine Reifezeremonie hinter sich bringen. Ich dachte, sie hätten dich nicht eingeladen, weil du Amerikaner bist. Aber offenbar ist die Einladung irgendwie zwischen den Liebesbriefen von deinem Großvater gelandet. Ich habe sie vorhin Schaumes vorgelesen, als er niedergeschlagen war. Ich bin zu alt, um mitzukommen, und ich hasse Reisen. Also musst du jemand anderen mitnehmen. Kommst du mit, Detective? Natürlich, Dudi. Juhu, die Chaos-Brüder reisen nach Irland. Die Chaos-Brüder? Ja, nennen wir uns nicht so. Ich nenne uns jedenfalls so. Wie auch immer, auf nach Irland. Fall geschlossen. Oha, Dudi wird die Reifeprüfung sowas von verkacken. Verdienter Ruhestand. Errungenschaft. Freigeschaltet. Damit haben wir Gebiss zum Morgengrauen gelöst. Und einen kleinen Teaser auf den nächsten Fall haben wir schon bekommen. Reif für die Insel. Geht's wahrscheinlich nach Irland. Zu Dudis Reifeprüfung. Na, das wird spannend. Ja. Kleiner Ausflug ins Altersheim heute. Und ich würde auch sagen, jetzt noch einen neuen Fall anzufangen, der nochmal 2 Stunden dauert. Ja, heute nicht mehr. Ich glaube, das lassen wir mal. Das machen wir dann in einem anderen Stream irgendwann. Es kann ein Weilchen dauern. Weiß nicht, ob das noch dieses Jahr was wird. Mal schauen. Wenn wir mal Platz haben irgendwo. Kann ich die Darkseid-Detektive wieder mal einbauen. Ja, für so ist das aber gewesen sein. Danke fürs Zuschauen auf YouTube. Und der Stream-Aufzeichnung, die ich dann hochlade. Ja, habt noch einen Tag auf YouTube. Damit nach oben, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben. Ja, nächstes Video gucken. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.